müssen mal reden, und zwar über den Polestar 2 von Volvo. Also eins wird sicher sein, und zwar der Polestar wird ein tolles Auto und die Verarbeitungsqualität wird wahrscheinlich einfach hervorragend sein, so wie man das allgemein von Volvo es auch erwarten kann und es auch voraussetzt. Jetzt aber einfach mal ganz kurz gefragt, warum bringt Volvo dieses Auto raus für einen, ich sag mal jetzt, nicht Kracherpreis? Natürlich, sie brauchen ihre Marge, ganz klar, aber sie drängen jetzt in den Markt, wo das Model 3 sich schon richtig etabliert hat und der Preis ist im Grunde genommen der gleiche, beziehungsweise Tesla ist sogar noch günstiger. Ja, hier, okay, es ist natürlich ein Tesla, es ist kein Volvo, die Verarbeitungsqualität, manche meckern da ja, kann ich alles verstehen, aber um da in den Markt so richtig reinzukommen, mit so einem Auto, wäre es doch fantastisch, wenn sie da 3.000-4.000 Euro billiger gewesen wären, dann hätten da wahrscheinlich manche gedacht so, ah nee, dann vielleicht doch lieber ein Volvo. Also preis-leistungstechnisch einfach. Okay, aber schauen wir mal zusammen an, was das Auto bietet, für welchen Preis und ja, wie würdet ihr entscheiden? Also ich habe hier jetzt mal die Seite rausgesucht. Ich habe keine Extras mit reingebucht oder sonst etwas. Auch die Standardfarbe schwarz. Und wir sind bei einem Gesamtfahrzeugpreis von 54.925 Euro über Prüfungskosten noch dazu. Also im Endeffekt ohne allen Schnickschnack sind wir bei einem Preis von 55.825 Euro. So, jetzt aber noch eine andere Sache, abgesehen mal vom Preis. Und zwar habe ich hier diesen wunderbaren Artikel gefunden, der wurde heute veröffentlicht. Und zwar sind da so ein paar Fakten zum Polestar 2, die mich ein bisschen irritiert haben. Also lesen wir mal ganz kurz. Also der Wagen hat zwei Elektromotoren, einen vorne, einen hinten, und die entwickeln zusammen 408 PS und 660 Newtonmeter. Also hört sich schon mal richtig stark an, finde ich auch richtig gut für die, ich sag mal, Standardversion. Ich besitze ja das Tesla Model 3 und bin einer der wenigen, die nur einen Heckmotor haben, und seit ein paar Updates habe ich jetzt insgesamt 310 PS und ich habe schon mal ein vorheriges Video gemacht über meine Beschleunigung. Im Auto waren drei Personen inklusive mir. Dann haben wir die Batterie extra nur auf, ich glaube, 64% geladen oder so. Und da war die Beschleunigung von 0 auf 100 in 5,1 Sekunden, glaube ich. Also unter extremen Realbedingungen, sage ich jetzt einfach mal. Und der hier hat fast 100 PS mehr als meiner jetzt. Dann auch noch Vierradantrieb und beschleunigt nur von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden. Das ist, kommt mir irgendwie langsam vor. Das heißt, er kriegt irgendwie die Kraft nicht so richtig auf die Straße oder, ja. Dann hat er auch noch eine 78 Kilowattstunden Batterie, Tesla 75, wobei das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber Volvo gibt nur eine WLTP von 470 Kilometern an. Meiner hatte ja nie eine wirkliche WLTP in Deutschland, aber es wird gesagt, dass er 600 Kilometer WLTP hat, aber realerweise sind es eben 550 Kilometer im Sommer, so wie ich das schon in einem Video gepostet habe. Und ja, der hier, der will irgendwie nur 470 Kilometer weit kommen. Das heißt, mit ein etwas größerem Akku hat er trotzdem wieder eine deutlich geringere WLTP wie das Tesla Model.
Model 3, ich glaube mit 560 Kilometer WLTP ist er angegeben mit Dualmotor. Also scheint dieses Auto auch wiederum etwas ineffizienter zu sein. Also ich bin wahnsinnig gespannt auf die ersten Tests, wie auch der Verbrauch werden wird. Ja, kann er mit dem Tesla Model 3 mithalten oder nicht? Und ich meine, das ist ein Auto, das kommt erst im Juni 2020 raus. Und das Model 3 gibt es schon seit über 2 Jahren. Also, was möchte ich jetzt damit genau sagen? Mein Fazit. Also, es kommt jetzt in einigen Monaten ein Auto auf den Markt, was höchstwahrscheinlich laut diesen Angaben ineffizienter sein wird als das Tesla Model 3, welches es schon über 2 Jahre gibt, 2,5 glaube ich sogar, in Deutschland jetzt ungefähr seit 9 Monaten, knapp 1 Jahr eigentlich. Dann kostet es auch noch etwas mehr. Ja, die Qualität wird wahrscheinlich etwas besser sein. Das denke ich mir einfach von so einem Hersteller. Und die Beschleunigung wird nicht so krass werden. Ja, es sind so einfach ein paar Sachen da, die, weiß nicht, es fehlt im Grunde genommen jetzt einfach mal ein Hersteller, der so ein richtig tolles Auto rausbringt, wo jeder sagt, wow, und vom Preis her auch noch richtig gut mitstreiten kann und dann aber auch ein bisschen mehr bietet als das, was es schon gibt. Es fehlt ein bisschen, ja, noch fehlt es in diesem Markt. Also da ist noch keine richtige Kampfansage, finde ich. Okay, die Presse sagt immer, oh, Tesla-Killer hier, Tesla-Killer da. Ja, in einigen Bereichen, vielleicht der Porsche Taycan, wobei das eine ganz andere Klasse ist, allein schon vom Preis. Also ich bin persönlich sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und ich bin gespannt auf die ersten Tests und vor allem, wie wird der Verbrauch sein? Weil das ist auch ein Kaufargument.